der Moment, dass das Fahrzeug das erste Mal durch dieses Karussell durchfährt, das Fahrzeug sich anpresst und wieder rauskommt, das war für mich ein unbeschreiblicher Moment. Herzlich willkommen aus der Energie Schwaben Arena im Kaufbeude. Wir schreiben den 46. Spieltag und begrüßen Sie zur Begegnung zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Lausitzer Füchsen. Mit Laxonen, Sari und Blomqvist und in der Verteidigung Alex Thiel und Simon Schütz. Abgefälscht, die Scheibe ist im Tor. 1:0 im Powerplay durch Jere Laxonen. 14 Sekunden hat's gedauert in der Strafzeit und da bringt Jere Laxonen mit seinem 19. Saisontor den ESVK mit 1:0 in Führung. Da ging es jetzt ganz schnell. Jetzt die Schiedsrichter stehen noch kurz zusammen, stimmen sich da ab. Das schaut so aus im Stadion, als ob es zum Videobeweis kommt. Aber jetzt schauen wir mal, was die Schiedsrichter durchgeben. Die Torsituation wird der Videobeweis überprüft. Die Entscheidung auf dem Eis lautet Tor. Die Entscheidung auf dem Eis war Tor, wurde nochmal wiederholt. Und jetzt wird es nochmal angeschaut. Und ja, da gibt es relativ eindeutige Bilder. Und bestätigt den ersten Eindruck der Schiedsrichter auf dem Eis auch. Die Scheibe war da komplett hinter der Linie. Die Überprüfung der Torsituation ergab, wir haben ein gutes Tor. Simon Schütz, die tief. Stock, Check. Und vorne noch hinterher von Luca Weser. Schlag und vielleicht noch ein Schubser. Schauen wir mal, was es werden wird. Und jetzt muss der ESVK aufpassen. Fleischmann im Konter gegen Watson. Fleischmann und Fiesinger pariert. Guter Schuss gegen die Laufrichtung. Und dann geht Gottschick zu Boden. Pfiff bleibt aus. Konter für die Füchse und die tanken sich durch bis vor Fiesinger. Situation immer noch brenzlig. Schütz mit dem Block. Und Scheibe immer noch in Reihen der Sachsen. Jan auf, Sari. Ja, der Schuss, der geht nur ganz knapp vorbei. Lane Scheidel versucht da Tempo mitzunehmen. Darf Mike Falls, gute Position. Jetzt klingelt es im Kasten des ESVK. Scheidel kommt schnell nach vorne, darf Mike Falls und Lane Scheidel vor dem Tor zur Stelle. Und auch hier wird es den Videobeweis geben. Es wäre das 14. Saisontor von Lane Scheidel. Also Mikro wird angemacht. Und Markus Schütz gibt bekannt. Der Torsituation liegt eine Torhüterbehinderung vor und gab kein gutes Tor. Watson hält sie im Angriffsdrittel. Immer noch Jamal Watson. Halbkreuz, den hängt er ab. Und Tor für den ESV Kaufbeuren, Johannes Kraus. Mit dem 2:0 in der 15. Spielminute. Und wir sehen es hier nochmal. Breitkreuz wird abgeschüttelt von Watson. Pass ins Zentrum auf Tyler Spurgeon. Abpraller von Geleider und Johannes Kraus mit seinem dritten Saisontor ist er zur Stelle. Er beschwert sich da auch zurecht. Da wurde eingehackt. Bohatsch hat da den Schläger verloren. Sadi und Schuss von Tyler Spurgeon, Matt Geleider zur Stelle. Und das wieder Heigl. Zauner. Aber Hopps setzt sich durch, Hopps vors Tor gespielt. Riesenmöglichkeit dafür Thomas Heigl. Kiefersauer, Schuss an den Außenpfosten.
Ja, und Scheibe geht da nicht raus, Schiedsrichter war im Weg. Grafentin spielt in die Ecke. Scheibe lag kurz frei. Unterm Schoner von Daniel Fiesinger. Järveläinen. Blumenschein zu Duff McFall. Schnelle Abnahme und dann ist die Scheibe im Tor. Die Füchse mit dem Anschlusstreffer in der 34. Spielminute. Blumenschein legt quer. McFall zieht ab und ja, ich glaube, das ist sogar ein Eigentor von Kotziul, möglicherweise. Bin nicht sicher, ob Mekitalo da noch dran war, doch mit dem Schlittschuh. Ja, doch, das verliert die Scheibe und Scheidel tankt sich da durch. Ja, wenn Scheidel ist er ja immer wieder läuferisch da vom verheizten Blumenschein. Boah, Riesenchance für die Füchse. Laksonen. Oh, gut. Scheibe zum Tor gebracht. Weißwasser gewinnt das Bulli Blumenschein, legt ab auf Mekitalo, Schuss am Tor vorbei. Und das Spiel ist aus. Nach 9 Spielen holt der ESVK endlich wieder einen 3-Punkte-Sieg. Und gewinnt die Partie gegen die Lausitzer Füchse mit 2-1. Der Moment, dass das Fahrzeug das erste Mal durch dieses Karussell durchfährt, das Fahrzeug sich anpresst und wieder rauskommt, das war für mich ein unbeschreiblicher Moment.